Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, da machen wir doch glatt für euch die Aufnahme nochmal neu. Weil ich habe nämlich alles aufgenommen und habe gerade festgestellt, dass der Ton nicht funktioniert. Wie dem auch sei, heute geht es um USB-Stick. Um diesen USB-Stick. Und zwar dieser kleine süße USB-Stick ist für den Commodore. Genau, für den Commodore C64, besser gesagt für den C64. Mal gucken, was da drauf steht, ob er überhaupt so heißt, als Maxi-Version. Genau, das Ding habe ich schon im Schrank gepackt. Ich dachte mir, das Ding brauchst du eh nicht, weil irgendwie ist zwar ganz nett das Ding, aber halt eben geht nichts über echte Hardware. Aber da ich ja gerade dran bin, mit meinem D42 Adventure System es zu programmieren, Maniac Mansion steht bei mir aktuell auf dem Programm. Und es nervt mich doch, dass ich ständig immer wieder auf Diskette abspeichern muss. Ich kann zwar von der SD to IC kann ich zwar laden, aber das Abspeichern dann wiederum halt eben dann nur über die echte Floppy. So, dann gibt es aber ein Problem. D42 und The 64, beziehungsweise das Maxi-Ding, die vertragen sich nicht miteinander. Dann habe ich im Forum gelesen, Forum 64, es gibt da so einen Flag, den man setzen kann. Also ein Flag in der Datei oder besser gesagt ein Parameter. Ich glaube, die haben es Flag genannt, aber Parameter wäre meine ich der bessere Begriff. Wenn man einen Dateiname erstellt oder besser gesagt einen Directory-Name erstellt, dann muss man hinter Unterstrich ein großes A, ein großes D machen. Und dann weiß The 64, oh, jetzt muss ich in diesen langsamen Modus gehen und dementsprechend langsam laden. Ist natürlich auch nicht so schön, aber dann funktioniert eigentlich, ich sag mal so, statt 95% funktionieren dann 99,9%, so ungefähr. Unter anderem auch das D42 Adventure-System. Wenn man versucht, zum Beispiel Rabenstein in englischer Version zu starten, oder was die deutsche Version? Ne, die englische Version geht, aber die deutsche Version nicht. Irgendwie so. Und dann gibt es noch andere Beispiele. Dann kommt immer dieses Timeout-Error. Bliblablub Problem. Und wie gesagt, das kann man halt eben damit übergehen, indem man halt eben sagt, okay, lade langsam, so ungefähr. Genau, gleiche Problem hat man mit eigen erstellten Programmen über das D42 Adventure System. Man kann zwar einen Editor starten, man kann damit Räume erstellen, Räume abspeichern und so weiter, aber sobald man in den Player startet, kommt sofort Timeout, Error, bitte Floppy Reset, so sinngemäß irgendwas steht da drin. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man das Ganze umgehen kann. Dazu nehmen wir den USB-Stick von unserem Commodore Maxi, stecken ihn in einen Windows- oder Linux-Computer hinein. In meinem Fall wäre es ein Linux-System. Ja, irgendwann ist das Ding eingebunden. Das wäre jetzt hier der Fall. Und hier hätte ich zum Beispiel die besagten Programme. Erstmal brauchen wir den DirMaker. Den DMac habe ich jetzt auf dem Computer nicht installiert. Okay, ich switche wieder rüber zu meinem Laptop. So, und damit wären wir jetzt an meinem Laptop. Ich habe jetzt hier, seht ihr es, den USB-Stick. Den stecke ich jetzt einfach hinein. Also ganz einfacher FAT32 formatierte USB-Stick. Und da sind dann dementsprechend die ganzen Programme drauf. Dann kurz euch zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Hier sind diverse Programme, aber es geht ja jetzt hier ums D42 Adventure System. Und hier habe ich schon etwas vorbereitet. Ich öffne dazu auch mal den DirMaker oder DirMaster, besser gesagt. So, und zwar habe ich auf dem einen, hier, das ist nur ein Programm. Genau, hier hätten wir ein ganz normales D64-Filesystem. Ja, so würde das dann aussehen. Wäre so ein Disketten-Image. Genau, und das habe ich schon umbenannt in Unterstrich großes A, großes D und dann D64. Ich meine, D64 müsste auch groß geschrieben sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Und dann erkennt er halt eben dieses Directory bitte langsam laden. So, und dann werde ich jetzt den USB-Stick jetzt hier wieder in meinem Maxi reinstecken. So, der wäre jetzt drin. Jetzt tue ich mal auf Menü. Den Menü noch lesen.
Ich stelle mal ein bisschen die Kamera neu ein. So, so müsst ihr alles lesen können. Ne? Und zwar Medienzugriff und genau, und hier habe ich die Dateien erstellt. So, hier haben wir einmal den Editor und den Player als PRG-Datei. Und wie die jetzt auch noch hier drauf habe, weiß ich gar nicht so genau, aber das spielt jetzt keine Rolle. So, ich klicke jetzt hier erstmal MM-Ersteller an. Und das müsst ihr mal gucken, jetzt steht hier unten unterstrich ad.d64. Das bedeutet jetzt für so Maxi durch diesen Flag oder durch diesen Parameter, okay, ich lade jetzt alles von diesem D64-Image, lade ich jetzt langsam. Ich fange mit dem Ersteller mal an. Ja, die Diskette ist gemountet, geht dann hier wieder raus. Ich kann jetzt dementsprechend ganz normal laden. Jetzt sieht man schon, selbst das Directory wird schon langsam geladen. Genau, und wir möchten, wir machen sofort einen Hardcore-Test mit dem Player, weil ich kann ja viel erzählen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, sieht man schon, der Ladevorgang dauert jetzt leider genauso lange wie auf einer echten Floppy. Das ist natürlich jetzt der Nachteil an der ganzen Geschichte, aber zumindest so funktioniert es. So, jetzt kann ich Run eingeben. Ja, ich würde sagen, machen wir sofort einen Hardcore-Test, ob das auch wirklich alles so funktioniert, so wie ich euch das jetzt hier so erzähle. Ja, Eingang zum alten Landhaus. Dave ist mit seinen beiden Freunden hier angekommen und spricht zu ihnen. Das sieht wie das alte Landhaus aus. Ich bin sicher, dass Dr. Fred Sandy in dieses Haus geschleppt hat. Es ist unser Job, sie da rauszuholen. Es könnte gefährlich werden. Wenn jemand aussteigen möchte, Banner dreht sich um und will schon abhauen. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier so Schönes machen können. Untersuche Schild. Warnung, Eindringlinge werden schrecklichst verstümmelt. Okay, okay, okay. Untersuche Mond. Der Mond ist riesig, viel zu riesig. Oder doch nicht? Wer weiß. Was kann man noch machen? Rede mit Razzo. Diese Person gibt keine Antwort. Rede mit. Dave macht keinen Sinn mit sich selbst. Also B steht für Banner, D für Dave und R für Razzo. Ja, ich bin schon weg. Banner, sei doch kein Feigling. Es geht doch um Sandy. Ja. Ich habe gehört, Dr. Fred sei ganz süß. Ja, retten wir Sandy. Ja, und so beginnt das Abenteuer. Also Knopf habe ich gedrückt. Ah ja, muss ein bisschen warten. Ja, das wäre jetzt der Eingangsbereich. Kennt jeder, was man machen kann? Genau, wir können jetzt mal schon sagen, untersuche Büsche. Dave schaut sich die Büsche links neben der Treppe näher an und entdeckt ein Gitterfenster. Das Fenster wird von Dave freigelegt. Und dann untersuche Fußmatte. Ich entdecke nichts Besonderes. Gut, dann versuchen wir mal verschiebe. War das, glaube ich? Verschiebe Fußmatte. Dave verschiebt die Fußmatte und sieht einen Schlüssel. Schnell greift er zu und schiebt die Fußmatte in ihre Ausgangsposition wieder zurück. Wofür ist der Schlüssel wohl nur gut? Ja, wofür ist er nur gut? Das müssen wir eigentlich im Inventar, müssen wir jetzt eigentlich mal auf Umsehen. Inventar, wo ist denn mein Inventar? Achso, wenn ich benutze, irgendein Verb soll ich schon anklicken. Genau, jetzt haben wir einen Schlüssel. Benutze Schlüssel. Dave schließt die Haustür auf. Genau, aber man kann auch, meine ich, noch nach Osten gehen. Nach Westen gehen. Die Richtung kann ich nicht gehen. Okay, dann ist da irgendwann noch ein Fehler drin. Dann machen wir jetzt öffne Haustür. Oder machen wir öffne Gitter.
zugerostet. Dave ist nicht stark genug, um es zu öffnen. Dann machen wir öffne Haustür. Benutze Haustür. Dave geht durch die aufgeschlossene Haustür und betritt das Landdorf. Ich sehe gerade, dass ich hier noch nicht die aktuelle Version drauf habe. Da ist bei meinem echten Commodore habe ich schon ein bisschen weiter programmiert. So, die alte Standuhr. Dave steht vor einer alten Standuhr. Sie tickt ganz laut und das fühlt sich schon etwas gruselig an. Dem seltsamen Geruch zu urteilen, müsste die Tür zur Küche führen. Eine Treppe führt nach oben. Nach Osten geht der Raum weiter. Also man könnte jetzt theoretisch nach oben gehen, nach Osten oder durch die Tür. Ich mache mal öffne Tür. Küchentür. Die Tür ist nun auf. Und jetzt muss man machen, benutze Tür. Dave betritt einen weiteren Raum. Ja. Dave befindet sich in der Küche und sieht eine rot verschmierte Wand direkt neben der Kettensäge. Was ist das? Hier sollte mal alles untersucht werden. Ja, nimm Taschenlampe. Toll, eine Taschenlampe. Dave öffnet den Kühlschrank. Ja, da ist noch ein Fehler drin. Den Kühlschrank und erhält bliblablub. Ja, genau, da bin ich auch mit dem Programmieren stehen geblieben. Nimm Kühlschrank. Das funktioniert schon mal, dass es nicht geht. Nimm Kettensäge. Kann ich nicht mitnehmen. Ah, da ist noch etwas nicht ganz in Ordnung. Gut, ich bin auch, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht, ob man noch einen Raum weitergehen kann. Ladefehler, ja, okay. Wie gesagt, die ersten Räume habe ich fertig und ich wollte auch nur zeigen, dass es funktioniert. Auch mit The Maxi. Man muss halt eben im Grunde genommen nur wissen, wie. Also für mich war dieser Trick jetzt neu, wenn ihr den schon kennt. Gut, dann ist das für euch nichts Neues. Aber für mich schon. Ich kann euch nochmal eben zeigen, welchen Ladefehler ich meine. So, zum Beispiel bei Rabenstein. Wir können ja mal Rabenstein mal öffnen. Adventure. Wo haben wir Rabenstein? Hier. Genau, die englische Version ging. Ich glaube, die deutsche ging nicht. Da diese Fehlermeldung meinte ich. Timeout. Bitte Floppy feuern, dann Reset. Was auch immer heißt. So, ich werde jetzt erst einmal probieren, ob es überhaupt möglich ist, auf The Maxi Räume zu erstellen. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Disketten-Image. Einmal den Ersteller, habe ich es ja genannt. Und ich lade einfach mal den Editor. Oder auch lade einen Raum. Wo hatten wir noch einen Fehler? Das Raum 2. Weiß nicht so genau. Einfach mal gucken. Und hier bei Titelbild sehen wir. Genau. Ich konnte ja nicht nach Westen gehen. Machen Westen mal frei. So, ich würde sagen, ich habe jetzt hier ein paar Veränderungen vorgenommen. Das heißt, ich lade nochmal den Raum 00, weil ich so viel die Räume jetzt hin und her geswitcht habe. Nicht, dass er jetzt hier gleich irgendwie einfach hängen bleibt und dass wir keine Veränderungen sehen. Deswegen ändere ich mal jetzt hier einfach den Text und mache das Datum von heute rein. Heute ist der, weiß ich gar nicht, müssen wir mal gucken, 20, ne? 21 mittlerweile schon. Die Zeit, die rennt. So, und den Text wollen wir natürlich dementsprechend geändert haben. Ja, machen dann OK. Noch einmal ist die Grafik. Genau, geänderter Text ist drin.
Ja, ich speichere das mal eben. Raum speichern, 00. Überschreiben, you. Und genau, Datei speichern, alle Files. Ich würde sagen, ich mache das Gerät. Ne, ich mache einfach nur einen normalen Reset. Reset, so. Ist ja USB, kann man ja ohne Probleme rausstecken. Ich gehe jetzt hier zu meinem Rechner hin, stecke das jetzt dementsprechend hier hinein, mache den Bildschirm für euch extra heller. Dann sage ich ihm, ich mache das AD weg. Ja, stecke ihn wieder raus. Dann starte ich das Ganze. So, wo muss ich rein? Ersteller war das, ne? Gut, was ich noch testen muss, ob ich auf ein anderes Disketten-Image zugreifen kann und dementsprechend die Grafik dann auch einfügen kann. Ansonsten müsste ich mit dem Original Commodore erst alle Räume erstellen mit allen Grafiken und dann die Textbearbeitung mache ich hier. Also ich habe hier mehrere Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich gebe wieder ein. So, und wenn ich jetzt das Programm starte, dann müsste eigentlich ein Ladefehler kommen. Genau. Und das muss ich jetzt ändern, indem ich das Fleck setze. Ich ziehe es einfach mal hier hinaus. Zip. Dann jetzt mal am Rechner hin. Dann setze ich mal hier das Fleck. Ne, nicht auf Sit. Wo war das? Hier. Bei dem Ersteller, ne? So, und dann setze ich bei dem Ersteller auch das Flag AD. Ja, werf die Geschichte wieder raus. Zieh ihn ab. Stecke ihn hier hinein. Und mounte die Diskette. Mit einer Hand gar nicht mal so einfach. So, D62, was war das jetzt? Ersteller, ne? Und wir sehen AD. Ich gehe wieder raus. Also für noch ein Floppy Reset durch. Floppy Reset sei schon. So einen normalen Computer Reset. So, Diskette müsste eigentlich noch gemountet sein. Ja, man sieht schon, wesentlich langsamer. Und starte das Ganze über den Player. Erwin. So, und wie gehabt, wir können D42 starten. Prima. Ja, ob das jetzt die beste Variante ist, kann ich schlecht beurteilen, aber zumindest ist es eine Option. Viel Spaß beim Nachmachen. Ach so, der Beweis, dass es funktioniert hat. 21.02.2024.